Hallo und herzlich willkommen zu Let's... Werter Leon, auf meiner Reise nach Odessa habe ich Banas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Drei-Felder-Wirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen. Es wäre mir eine Freude, eure Felder in voller Pracht zu sehen, wenn ich Sophia besuche. Danke, liebe Eudo, jetzt hast du dazwischen gesammelt. Also hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grand Ages Medieval. Ja, wir haben ja ein paar Aufgaben bekommen. Ja, unter anderem haben wir ja den Weg nach Constanta jetzt gebaut. Dann sollen wir jetzt die Drei-Felder-Wirtschaft erforschen. Das werden wir dann auch mal prompt machen. Werter Leon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir die Boten aus eurer Provinz berichten. Daran sollen sich ein paar andere Stadtherrscher ein Beispiel nehmen. Zeigt euch verschwenderisch. Eurem Ruf bei Hofe kann das nur nutzen. Unter uns gesprochen bin ich es nämlich leid, mir das Genörgel von sturen Senatoren anzuhören, die Angst vor jeder neuen Erfindung haben. Du lebst 1050, da hatte man nun mal Angst vor jeder neuen Erfindung und da war die Erde auch noch eine Scheibe, ne? Also von daher brauchst du dich da nicht wundern. So, wir sollen also jetzt 100 Getreide produzieren. Da brauchen wir aber nichts weiter für ausbauen oder sonst irgendwas, denn wir haben die Getreidehöfe ja schon vor Ort. Das Einzige, was wir jetzt erfolgreich wohl hinbekommen werden, ist wahrscheinlich eine Überproduktion. Denn wir sind ja nicht alleine. Hier hinten wird auch nochmal Getreide hergestellt. Also von daher ist da nicht viel Potenzial oder viel Platz. Die Planungen für eine Reise zu euch sind bereits im Gange. Bitte trefft alle Vorkehrungen, damit ihr bereit seid, wenn ich mit meinem Gefolge nach Sophia aufbreche. Ja, Eudo, wir sind doch dabei. Ja, mach mal keinen Stress. So, 70 von 100 haben wir schon produziert. 82. 94. Zack, Aufgabe auch erfüllt. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, als die Normannen Italien eroberten. Ihr Ehrgeiz ist groß, ihre Truppen sind gefürchtet. Nun haben sie das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch der neue Brückenkopf weist auf andere, größere Ziele hin. Werter Leon, ich bin beunruhigt über die jüngsten Nachrichten aus dem Westen. Ein neuer normannischer Stützpunkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Bitte festigt eure Grenzen. Gründet eine neue Siedlung, um den Untertanen der Region mehr Sicherheit zu bieten. Ich würde meinen Besuch bei euch wirklich ungern verschieben müssen. Gut, wenn du da ein bisschen Angst hast, dann werden wir das natürlich auch machen. Also wir sollen jetzt einen Siedler im Gasthof rekrutieren und eine neue Stadt gründen. Das können wir direkt mal machen. Der Gasthof, da hinten ist er. So, Händler, Siedler, anwärmen. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Baumaterial und langsam geht uns auch, ja, so ein bisschen Taschengeld aus, ne? So, wir hatten doch hier oben noch irgendwas. Hier ist doch noch was. Ein Zelt. Wo ist unser Reiter? Da. Geh doch da mal gucken. Aufsetzen! Aber vermutlich werden wir da nur... Ja. Deine Leute erreichen das Zelt eines erfahrenen Kriegers. Er steht bereits vor seinem Zelt und winkt ab. Es ist schön, eine solch erfahrene Truppe zu Gesicht zu bekommen. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, unsere Reiter sind schon zu erfahren, um ja, hier noch was lernen zu können. Angeknackt sind sie aber auch. Aber wir können ja nichtsdestotrotz mal gucken, dass wir nebenbei, wenn unser Siedler hier noch produziert wird, dass wir hier noch was entdecken. Kein Ding. Da ist ein Karren. Ja, kein Ding. Drauf da. Sehr schön. 16.000 nochmal wieder oben drauf. Boah, das bringt uns ja wieder ein bisschen so gut wie angekommen nach vorne. Ah, da ist Flora. Kein Ding. Das ist ja der in Anführungsstrichen feindliche Stützpunkt. So gut wie angekommen. Da werden wir bestimmt noch im Laufe der Zeit gegen Krieg führen dürfen. Irgendwo ist jetzt hier wieder was gewesen. Kein Ding.
sehe es bloß nicht. Also wir sollen einen Abenteuerpunkt gefunden haben, aber ich sehe ihn nicht. Da oben oxidiert unser Bautrupp rum. Wo ist denn eigentlich unser komischer Dealer? Der muss doch hier auch noch irgendwo in der Welt rumkaspern. Du hängst da rum. Hatten wir dir eigentlich eine Route gegeben? Nee, haben wir nicht. Das ist schon mal bescheiden. So, was hast du am Bollerwagen dabei? 5 Stück. Ja, da kannst du erstmal losmarschieren. Dann kannst du da mal gucken, dass du ein bisschen Geld machst. Dann verdienen wir vielleicht noch ein bisschen was nebenbei. Ja, da kommen wir gar nicht rüber auf die kleine Insel. Da haben wir Athen entdeckt. Aufsetzen! Und da haben wir einen neuen. Ach, da, jetzt leuchtet er. Schiffswrack. Zack. Das könnte enge werden, aber wir sind ja gut ausgerüstet. Schauen wir mal. Dann können wir in der Zwischenzeit mal gucken, was unser kleiner Siedler macht. Gasthof. Oh, der ist fast fertig. Sehr schön. Bumm, da ist er fertig. Der Siedler. Von der Wahl des rechten Orts. Wenn du eine neue Stadt gründen willst, schick deine Siedler aus und lass sie tunlichst suchen. Sie sollen Kunde davon bringen, welcher Boden deinem Zweck am besten dient. Denn jede Stadt greift tief ins Land hinein, und du tust gut daran, nur einen Ort zu wählen, dessen Schätze dir den Aufwand lohnen. Alles klar. Danke für den Tipp. Aber so viel Wünsche, was haben wir gar nicht. Wir kriegen den Ort nämlich vorgegeben. Also dann geht er mal in die Richtung. Ja, so prall ist das Gebiet aber nicht. Ich würde weiter links oder rechts bauen, beziehungsweise weiter im Süden. Aber gucken wir mal, wenn wir da ankommen. Hier könnten wir, hier hätten wir Kohle, Honig. Honig haben wir selber auch nicht. Honig bauen die anderen aber auch nicht an. Das ist natürlich sehr positiv. Kohle wird schon produziert, macht also eigentlich nicht so sonderlich viel Sinn. Das Einzige, was interessant ist, ist wirklich der Honig. Aber nun gut, müssen wir mit leben. Dann gründen wir unsere Stadt, die da eigentlich auch nicht gut gelegen ist. Ein schönes Land. Dann nehmen wir uns unseren... Sei stolz auf deine neue Stadt. Denn wohlverdient ist dieser Stolz und er zieht neue Untertanen an. Doch sorge schnell, dass zwischen deinen Städten reger Warenaustausch herrscht. Nur so kann deine neue Stadt all jener Güter habhaft werden, die sie zum Bau der ersten Häuser nötig hat. Jo, machen wir. Also, wir sollen jetzt eine Straße bauen, was wir ja sowieso vorhatten, einen zweiten Händler rekrutieren, der auf dieser Strecke spazieren fährt. Und ja, die Handelsroute dazu einrichten. Okay, alles kein Problem. So, unser erster Händler, der hier durch die Welt eiert, der ist auch ganz schön voll. Der hat seine Maximalkapazität erreicht. Fährt auch alles Mögliche spazieren. Und wir gucken jetzt erstmal nach unserem Bautrupp, denn wir brauchen eine Straße. Und da, nach da. Schön durchs Feindesland. Jawohl, hervorragend. Dann werten wir den Weg natürlich auch auf. Hände aus den Taschen. Und wir besorgen uns einen neuen Händler. So natürlich nicht. Wir haben nicht den Kontor, wir brauchen den Gasthof. Und einen Karren haben wir noch rumliegen. Ja, komm, dann kannst du mit 5 Stück durch die Welt fahren, das passt schon. Und ihm hier werden wir dann auch nochmal 1 oder 2 zusätzliche verpassen. Dann warten wir mal drauf, dass unser Händler fertig ist. Wir können mal in Arta gucken. Also wir bekommen Holz empfohlen, Kohle, Honig, Wolle, Bier. Was produzieren wir denn selber? Halt erstmal den Händler an.
Getreide produzieren wird. Das ist ganz gut. Früchte. Na, Holz macht ja mal richtig Sinn, wenn wir schon eine eigene Holzproduktion haben. Also wenn wir das Holz auf jeden Fall ignorieren. Auch wenn es empfohlen ist. Aber wir nehmen die Kohle. Wir nehmen auf jeden Fall den Honig. Oh, das Bier nehmen wir auch noch dazu. Produzieren wir Wolle? Nein. Aber hier die beiden Orte, die produzieren schon Wolle. Und da gehen wir auch Zeug einkaufen. Und der kleine Dealer hier, der hat ja auch schon 245 Wolle dabei. Also da jetzt nochmal unnötig weitere Sachen zu produzieren, die da sowieso herstellen, bringt meines Erachtens nicht viel. Also lassen wir das erstmal. So, Früchte haben wir auch schon. Die produzieren auch Wolle. Ne, dann lassen wir es erstmal bei den drei Sachen. Und bauen natürlich auch eine entsprechende Fabrik dazu. Eine Produktionsstelle. So, der Händler ist fertig, aber die Bollerwägelchen noch nicht. Die sind noch nicht durch. Unser Bautrupp ist auf jeden Fall schon mal dabei, die Straße zu verbessern. Sehr schön. Genau durch das Feindgebiet. Also das ist der Hammer. Das ist der absolute Wahnsinn. Das macht dann natürlich richtig enormen Sinn. Zumal er ja auch dann die feindlichen Reiter durch die Welt laufen können. Zack, haben wir ein bisschen Fisch gefunden. Sehr schön. Aber jetzt geht es unserem Reiter hier auch nicht mehr so prickelnd. Ah, die alte Windmühle, das wirst du wohl nicht mehr hinbekommen, wenn da einer drinne sein sollte. Oder? Ich meine, du bist ja recht erfahren. Gucken wir mal, ob er das schafft. Unser Händler. So, da hast du deine 5 Wegelchen und wir richten die Route ein. Jawohl. Und los geht die Tour. Dann gucken wir mal, dass unser anderer Händler hier nochmal 2 Wegelchen mit dazu bekommt. So, Aufgabe erfüllt. Hast du einen Sprössling gepflanzt? So wächst er schneller, als du glauben magst. Bald stößt sein Wurzelwerk an den Rand der Scherbe, wo er eingesetzt. Verschaff ihm Raum, auf dass er tunlichst weiterwachse. Mit deiner Stadt ist's ebenso. Drum säume nicht, der Gründung ersten Schwung mit neuen Bauten fortzusetzen. Mhm. Machen wir. Also, wir sollen jetzt 5 Produktionsbereiche auswählen. 3 haben wir schon und dann von jeder Sorte 2 Betriebe. Gut, dann schauen wir mal, was wir selber produzieren. Also, wir haben Holz, Ziegel, Getreide, Früchte und Metalle. Haben jetzt dazu ausgewählt Kohle, Honig und Bier. Dann haben wir einige Produkte, die gesperrt sind, die wir noch nicht haben. Ja, das ist natürlich jetzt super. Das heißt, wir müssen irgendwelchen Kack bauen, den wir eigentlich überhaupt nicht bräuchten im Moment. Also wir müssen entweder hier Getreide oder Früchte oder irgend sowas noch mit dazu nehmen. Das passt mir jetzt natürlich gar nicht. Wolle lasse ich noch mit mir diskutieren. So, dann bauen wir da jeweils 2 Fabriken. Tja, und als 5. Als fünftes. Gucken wir doch mal, was wir eventuell so verändern können. Super, gar nichts. Keramik haben wir noch nicht erforscht. Tuch haben wir noch nicht erforscht. Das haben wir alles noch nicht. Wein können wir nicht anbauen. Fisch gibt's hier nicht. Felle gibt's hier nicht. Das ist nicht schön. Wir haben aber noch einen Punkt über. Wir könnten also noch Werkzeuge nehmen. Wir würden Kohle produzieren, wir produzieren Metalle. Da wäre Werkzeuge natürlich noch ganz brauchbar als Ergänzung. Jo, machen wir auch. Also erforschen wir
Werkzeuge. Und wählen das natürlich aus. Zwei Firmen dazu. Upp. Dann mach mal. Nebenbei immer noch einen Blick auf unseren kleinen Reiter hier werfen. Und fighten hier noch. 2 von 10 sind es noch. Haben sie aber geschafft. Aufsetzen. Jawohl, nochmal 15.000 wieder schön oben drauf. Dann reiten wir mal weiter hier in unsere Gegend. Sollen jetzt hier einen Arter machen. Ja, haben wir doch. Die sind doch hier am Bauen. Das dauert doch halt nur, bis der dir Lumpe geliefert hat. Also nicht so gut wie angekommen. Also nicht rumblinken. Macht keinen Sinn. Aufsetzen. Oh, hier gibt's aber nichts weiter. Fast da. Kein Ding. Wir haben doch so mal einen Karren. Jawohl, nochmal 26.000 obendrauf. So, wo ist unser anderer Dealer? Da hinten. Wir könnten jetzt hier noch einen Weg durchlegen, damit der hier Arter auch noch mit anfahren kann. Du hast gerade nichts zu tun, das ist doch sehr schön. Sieht gut aus. So, dann mach mal. Errichten. Jawohl. Und dann kannst du hier noch in deiner Route Arter mit aufnehmen. Dann fährst du hier halt einen großen Bogen und der andere fährt erstmal einen kleinen Bogen. Wobei wir da schauen könnten, dass wir uns eventuell noch Athen holen und dann hier einmal Sofia, Arter, Athen, Constanta vielleicht nehmen. Dann hier drüben kommen wir schon nach Konstantinopel. Da, wo die gutste Eudokia wohnt. Hier unten wäre ja auch noch ein Städtele. Apropos, können wir uns doch mal angucken gehen. Thessaloniki und Athen. Constanta ist nämlich ganz schön weit weg. Liegt in der Nähe. Jetzt ehrlich gesagt nicht so. Da ist Konstantinopel, die Kaiserstadt. Schön, die ersten Betriebe stehen bereits. Sie ziehen nun freie Arbeitskräfte aus dem Umland an. Dies kann zwar eine Weile dauern, doch du musst dich nicht darum kümmern. Du musst nur darauf achten, dass die Stadt möglichst gut mit Waren versorgt wird. Gut, dann machen wir das. Die ersten Sachen haben wir produziert. Ja, also Kohle und Honig ist fertig und der Rest, da fehlen noch Bauwaren, 112 Holz und 89 Ziegel. Können hier mal beim Verbrauch unserer Städte gucken. Also wir produzieren von den meisten etwas arg zu viel. Aber gut, das kriegen wir vielleicht noch hin. So, wo ist unser Reiter da hinten? Fast da. Du kannst an Konstantinopel kannst du mal schön vorbeireiten. Da werden wir uns garantiert noch früh genug Spaß suchen. Ah, hier unten ist noch Izmir. Kein Ding. Ja, Kampf. Naja. Kampf. Schauen, ob sie das noch schaffen. So, unser Bautrupp ist hier noch fleißig unterwegs. Das wird auch wohl ein Momentchen noch dauern. Und wir werden dann mal gucken, dass wir uns dann noch mit Thessaloniki und Athen einlassen. Damit wir dort dann auch nochmal so eine kleine Handelsroute machen können. Also ich meine, wenn der hier nur diese beiden Orte hier abfährt, ist jetzt natürlich nicht ganz so lukrativ. Apropos, unser Händler ist doch schon unterwegs. Dahin. Du kannst nämlich deine Bollerwägelchen hier mal mitnehmen. Die Reise beginnt. Und dann kannst du dich wieder auf den Wandertag machen. Und hier oben die Runde fahren. Ja, bloß den Speer ein bisschen im Auge behalten, damit wir im Notfall immer noch fliehen können. Aber auch den hat er geschafft. Das hat sich halt echt bezahlt gemacht, die Trainingsstunde. So, haben wir ein bisschen Salz gefunden. Kein Ding. Ja, fast da. Schade.
Also können wir nicht durch den Bosporus fahren. So, wie gesagt, wir könnten uns jetzt noch mit Thessaloniki und Athen ein bisschen bekannt machen. So gut wie angekommen. Handeln wir doch mal mit denen. Herzlich willkommen. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Nicht schlecht. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Nicht schlecht, euer... Ja, passt. So, dann können wir mal schauen, was Thessaloniki herstellt. Thessaloniki hat Fisch und Salz. Würde uns fehlen, ist natürlich top. Fleisch fehlt uns auch und Brot im Moment auch. Das ist doch schon mal ganz sinnvoll. So gut wie angekommen. So, dann haben wir noch Athen. Ich benötige dringend eure Hilfe bei einer Angelegenheit. Aha. Er hat also ein Verhältnis, also sein Verhältnis ist zum Bürgermeister Valentinian Sklerouros besser als zu uns. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wer das ist. Gucken wir nochmal. Eudokia. Valentin Sklerouros von Izmir. Das liegt doch am Arsch der Welt für dich. Ich benötige dringend eure Hilfe. Ich hoffe, ich kann mich auf euch verlassen. Aha. Okay. Gibt es noch etwas? Dann gehen wir doch mal nach Izmir rüber und verbessern mal unser Verhältnis hier zum Genossen in Izmir. Gut, dass ihr vor... Was genau bietet ihr mir... Und was wollt ihr? Ich nehme so, das haben wir Angebot erfüllt. An. Da haben wir nochmal 15.000 obendrauf bekommen. Fast da. Und wir haben zumindest ein Transitabkommen mit Izmir. Und wir können jetzt hier Vielen mit Dank. Dem Knaben... Ihr wart eine große Hilfe. Ja, kein Problem. Wir können jetzt hier ihr mit habt ein dem gutes Knaben Angebot für mich. Mal ein bisschen handeln. Wir probieren es mal mit ein bisschen weniger. Mal gucken, was er bei 8.000 sagt. Ja, macht er mit. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Probieren wir auch mit 8.000. Dieses auch das hat er mitgemacht. Sehr schön. Wie weit ist unser Bautrupp? Ja, der baut noch ein bisschen. Dann können wir hier mal unseren Reiter noch ein bisschen auf Erkundungstour Fast schicken. Da. Hast ja gerade nichts Sinnloses zu tun. Dann haben wir das entdeckt. Ein Lagerfeuer. Hey, so gut rein. Wie angekommen. Backwaren. Für einen guten Preis. 17 Fass. Ja. Die können wir gebrauchen. Kann man nämlich gut verticken. Und du bist fertig. Das ist schön. Dann kannst du jetzt mal noch Straße bauen. Sieht Einmal gut da aus. Lang. Und dann kannst du noch hier von Sofia nach Thessaloniki eine bauen. Sieht gut aus. Und das werten wir natürlich auch noch auf. Wir bauen alles aus. Sehr schön. So. Was machen denn unsere Betriebe? Wie weit sind die hier eigentlich? Na, fehlt noch ein bisschen was. Also die Werkzeuge sind noch nicht durch. Da fehlt noch dreimal Holz. Aber das Brauhaus ist soweit. Und dann fehlen uns nur noch die Arbeitskräfte. Das heißt nur noch, ist ja immer auch eine ganze Menge, was Aufsitzen. Man dafür braucht. Es dauert ja halt immer seine Zeit, bis das in etwa durch ist. Fast da. So, da sind wir da oben auch schon an der Grenze angekommen. Und haben fast alles erkundet, was wir haben. Oh, eine Holzhütte. Das ist gut. Aufsitzen. Da kriegen wir jetzt nämlich ein paar Leutchen dazu. Jawohl. Und unser Trupp ist wieder voll. Fast da. Dann kannst du mal direkt den Steinkreis da mal dir angucken. Und die bösen Jungs da umbraten. So, das ist unser großer Händler. Wo ist unser kleiner? Also der mit der Kurzstrecke. Wo bist denn du abgeblieben? Ach, da. Dann erweitern wir doch auf Athen und Thessaloniki. Na, wie gesagt, wir kommen hier noch an Waren ran, die wir sonst selber nicht unbedingt in dem Rahmen haben. Ja gut, Wolle, Getreide haben wir selber, aber halt hier oben...
Das Fleisch, das Brot, Salz, Fisch ist interessant. Und hier unten nochmal so ein bisschen das Fell. Sollte also passen, dass wir dann da auch noch ein paar ja, ordentliche Gewinne machen können und damit dann auch noch vorwärts kommen. Ja, dann warten wir jetzt halt nur noch drauf, dass die letzten beiden Firmen fertig sind. Die Werkzeuge. Aber das dauert halt, ne? Das geht nicht so zügig. Die Arbeitskräfte fehlen ja auch noch in Unmengen. Also 130 Leute ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt wenig. Niedriger Wohlstand in Thessaloniki, also abnehmend. Überproduktion. Ja, Früchte und Rohmetalle, ja. Das haben wir ja fast gedacht. Aber wir sollten es ja bauen. Zum Dank. So, wir bräuchten noch Bier. Honig könnten wir auch noch gebrauchen. Kohle könnten wir noch ein bisschen gebrauchen. Und Wolle haben wir selber auch nicht genug bei uns. Könnte man also theoretisch gesehen noch erhöhen. Wolle. Was war das noch? Kohle und auch Honig. Bauen wir doch davon einmal nach. Dann verbrauchen wir auch wieder ein bisschen Material von unserer Überproduktion. Und unser Dealer hier unten, der ist auch schon wieder voll. Also da bräuchten wir nochmal neue Karren. Der ist aber mit seinen 7 Wägelchen auch gut gefüllt. Du fährst hier viel Pisse spazieren, sehe ich gerade. Ne? Also die Früchte, die hast du doch irgendwo von uns mitgenommen. Ziegel macht ja auch keinen Sinn, so viel dabei zu haben. Nee. So funktioniert das nicht, mein Freund. So funktioniert das nicht. Aber wir können ja dann nochmal ein paar Karren in Auftrag geben. Der eine hat 7, der andere hat 5. 3. Ja, probieren wir es mal. Also wir geben dem einen 3 dazu, dass er auf 8 kommt und dem anderen noch 1, dann hat er auch 8. Mal schauen, ob das dann reicht. Und dann warten wir nur noch hier auf unsere Firmen in Arta. Zack, da sind sie fertig. Werter Leon, meinen Glückwunsch zu euren großen Fortschritten. Gerne würde ich meine Reise schon morgen antreten, aber es gibt Berichte über normannische Söldner, die in eurer Region ihr Unwesen treiben. Mit Drohgebärden ist es wohl nicht mehr getan. Rüstet euch, damit ihr dieser Gefahr angemessen begegnen könnt. Ah, okay. Also wir sollen in Sofia eine Kaserne errichten und einen Landwehrtrupp erstellen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann bauen wir die Kaserne doch direkt aus. Das dauert natürlich auch eine Sekunde. So. Wir haben Honig. Wein wäre ja noch ganz lustig, wenn wir es selber hätten. Dann wären wir hier auf die ganzen anderen Leute nicht mehr angewiesen. Jedenfalls nicht mehr so in dem Rahmen. Wein hätten wir selber nicht. Wein hätten wir selber nicht. Die Felle haben wir selber nicht. Gut, die könnte man kaufen, ja. Wäre nicht so das Problem. Aber ich möchte ja möglichst unabhängig bleiben. Hier nicht so mit den ganzen anderen Sparten hier so drinnen zusammenhängen. Wäre natürlich günstig, wenn hier unten am Wasser irgendwo was mit Fell, Salz und Fisch finden würde, ne? Weil, wie gesagt, ich würde hier schon gerne, ja, meine eigene Produktionslinie machen und meine eigenen Städte, ohne hier auf die anderen im Moment angewiesen zu sein. Gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal die Kaserne fertig. Das dauert ja auch schon wieder 5000 Jahre, ehe das soweit ist. Aber nichtsdestotrotz können wir uns nebenbei eigentlich doch mal einen neuen Siedler anschaffen. Ah, Wein und Fell wären schon noch eine tolle Sache, wenn man die nicht unbedingt teuer kaufen muss. Wie gesagt, hier, ob ich mit den Jungs hier deale oder so, das ist mir im Moment ehrlich gesagt ein bisschen relativ. Solange ich selber genug habe, passt das ja immer. Die Kaserne hat natürlich eine ziemlich lange Produktionszeit, bis die durch ist. So, und dann können wir gleich mal schauen,
kommst ja da gleich an. Du kommst, glaube ich, zuerst an. Du hast jetzt 7 Wegelchen dabei. Dann kannst du mal auf den 8. gehen. Gucken, ob dir das reicht. Und du bräuchtest dann ja auch noch eventuell ein, wobei du momentan gar nicht so viel dabei hast. Ja. Dann kannst du da mal weiter dealen. Du bist schon wieder voll. Was nimmst du denn alles mit hier? Kauft doch sowieso keiner unterwegs. So viel, wie du von dem Kram dabei hast. Dann gehen wir nebenbei mal noch ein bisschen erkunden. Hier ist noch ein Bautrupp von Eudokia unterwegs. Oh, da ist wieder was. So gut wie angekommen. Ja, ihr wart zuerst da. Aber ich will's haben. Alles meins, alles meins. So, dann sind wir hier unten ja auch schon im Mittelmeer. Wir könnten höchstens gucken, dass wir hier nochmal nach Italien übersetzen und hier noch ein bisschen was freischalten, entdecken können. Hier oben nördlich von Budapest ist noch eine Kleinigkeit. Ja, und das war's dann mehr oder weniger ja auch schon. Und dann ist unsere Kaserne auch schon zur Hälfte fertig. Yep, sehr schön. Jetzt könnten wir wieder ein paar Punkte verteilen. Dann könnten wir, wenn wir uns eine neue Stadt holen, eventuell selber Keramik, Brot. Wir könnten sogar bis Prunk vorstoßen oder bis Kleidung. Aber ein bisschen Punkte würde ich aufheben hier gerne fürs Militär, denn wir werden mit Sicherheit früher oder später da was machen müssen. Von daher heben wir die Punkte erstmal auf. Und dann gucken wir mal, je nachdem, wenn wir uns jetzt eine dritte Stadt holen, wie wir das Ganze machen. Wir könnten natürlich auch... Ja, könnten es natürlich auch einfach machen und uns Thessaloniki holen. Aber Thessaloniki ist teuer, schon eine relativ große Stadt. Und in Athen... Ja, ihr habt hier nicht viel... Ihr müsstet aber unter Umständen an Fisch rankommen. Allerdings kein Salz. Ja, beziehungsweise Salz wäre ich mir nicht sicher. Eventuell kann man hier hinten noch was wegholen. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Wein und so ein Krams. Wie gesagt, ich möchte da gern ein bisschen für uns alleine wirtschaften. Ohne die anderen hier groß mit einzuziehen. Aber noch passt das ja. Wir machen gute Gewinne. Und dann geht das immer noch. Ja, jetzt muss nur noch die Kaserne fertig werden. Unser Trupp hier hinten ist auch noch fleißig am Kämpfen. Zack, da hat er es fertig. Sehr schön. Was habe ich da jetzt gebaut? Ja, ich habe auch schon Siedler gebaut. Sehr gut. Ja, so wie hier zum Beispiel, ne? Fellwein. Das wäre hier natürlich ein schönes Ding, wenn wir das damit reinkriegen würden. Und dann wären wir da hinten in die Richtung nicht mehr so drauf angewiesen. Ansonsten haben wir hier keinen Standort. Na, das wäre ja noch mehr als schön, wenn man hier hinten das Wein mitkriegen könnte und dann gleichzeitig hier noch an Salz und Fisch rankommen würde. Wir probieren das mal, ob man da in der Gegend irgendwo einen sinnvollen Siedlungspunkt finden. Lauf du mal zu und dann können wir hier hinten mal unser Obelisk angucken. Und haben nochmal 20.000 gefunden. Dann schauen wir uns noch das Stückchen da oben in Thessaloniki an, in Budapest an. Und wir sollen, wenn die Kaserne gleich durch ist, auf jeden Fall noch ein Landwehrtrupp bauen. So, Landwehr ausbilden. Momentan kannst du nur einfache Truppen ausbilden, die zudem noch ziemlich viele Soldaten enthalten und daher entsprechend hohe Unterhaltskosten haben. Mit der Zeit kannst du jedoch effektivere Truppen erstellen. Ja, das ist gut zu wissen. So, unser Siedler. Nein, es passt natürlich nicht. Der ist nämlich im Feld von Arta. Das kann er natürlich nicht nutzen. Dann probieren wir mal hier oben
dass wir hier so in dem Bereich, wie gesagt, Fell und die, auf dem Weg, den Wein mitnehmen können. Das wäre vielleicht ganz brauchbar. Ans Wasser werden wir nicht rankommen. Ich glaube nicht, dass es klappt. Aber gut, man kann im Endeffekt nicht alles haben. Ja, besser als gar nichts. Und dann hätten wir nochmal einen dritten Produktionsort, wo wir auch noch ein paar Sachen herstellen können. Schauen wir mal. Du bist mit deinen 8 Bollerwagen hier schon wieder voll. Kaufst aber auch einen Haufen Plunder ein. Das wirst du doch im Leben nicht los. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir sollten die Strecke hier vergrößern, dass er über Thessaloniki und Athen geht. Dann kann er da nämlich noch ein bisschen was von dem Gelumpe verkaufen. Und dann hätten wir halt eine sehr große Strecke. So gut wie angekommen. Da abzugrasen hätten. Da haben wir nochmal was gefunden. So gut wie angekommen. Ah, sehr schön. Bumm. Nochmal 28.000 ist natürlich nie verkehrt. So, und jetzt gucken wir mal nach unserem Gutsten hier unten. Wein. Da kommst du an den Wein nicht mehr ran. Da kommst du an den Wein ran. Hier haben wir Wein und Fell. Wir haben zwar leider den Fisch nicht und das Salz nicht, aber zumindest Wein und Felle, die auf könnten wir Weg dann selber produzieren. Das wäre doch schon mal was. Ein schönes Land. So. Und dann richten wir mal unsere Händler hier neu ein. Wirklich bis Budapest latschen? Das ist so elendig weit. So, dann bist du hier in dem Rahmen. Theoretisch könnte man Konstanta noch mit anschließen, aber... Das machen wir nicht. So. Du musst natürlich dann auch noch etwas anders laufen. Harter, zack, zack. So, das heißt, wir müssen das Ganze noch ein bisschen sortieren. So, das passt. Genau. Und dann kannst du da auch auf Wandertag gehen. Wie weit ist unsere Landwehr? Bist du schon fertig? Nee. Fast ist die fertig. Wie wir dann mit der Einheit umgehen, was wir dann mit der Einheit machen, das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye.